Hallo und herzlich willkommen zu Space Engineers. In diesem dritten Part wollen wir uns nun heute um die Erze kümmern, wie wir sie abbauen und wie wir sie finden. Als allererstes würde ich dafür sorgen, dass euer Jetpack gut gefüllt ist und eure Flasche ebenfalls bei 100% ist. Die leichteste Art, um Erze zu finden, ist natürlich jetzt rumfliegen mit dem Bohrer in der Hand und diese blindlings zu suchen. Das ist aber nicht sehr effektiv. Deswegen wollen wir gezielt nach Erzen suchen. Auf der Erde gibt es drei Möglichkeiten, um Erze zu finden. Ihr könnt Gestein abbauen und dadurch Eisen, Nickel und Silizium bekommen. Oder wir können uns diese Felsen hier angucken. Dieser hat jetzt Eisen drin. Ich bohre hier einmal rein, um das Innere ein bisschen zu zeigen. Hat dieser Eisen in sich. Die Felsen können die verschiedensten Arten von Ressourcen beherbergen. Und mit einem Eisenfelsen können wir eine gute Menge an Materialien zusammensammeln. Aber so ein kleiner Fels ist natürlich begrenzt und deswegen suchen wir uns Erzmarker im Boden. Das geht natürlich am besten von der Luft aus und wir suchen helle Verfärbungen im Gestein. Das kann man hier jetzt schön sehen, wenn man auf die Spitze des Bohrers guckt. Hier sind fleckige, helle Stellen. Und da gucken wir jetzt einmal nach. Und wir haben hier nochmal Eisen. Diese Untergrunddepots sind wesentlich größere Areale, um Materialien abzubauen, also beherbergen wesentlich mehr Materialien. Und genau nach diesen Erzmarkern solltet ihr Ausschau halten. Es war auf dem hellen Untergrund jetzt nicht so gut zu sehen, aber hier im Grün sehen wir jetzt, mit dem Bohrer wieder als Zeiger, sehen wir diese dunklen Verfärbungen. Da gucken wir jetzt einmal nach, ob sich dahinter Erz befindet. Und wir haben Nickel. Dann können wir, wenn wir die Enter-Taste drücken und einen Schrägstrich machen, hier GPS eingeben und schreiben Nickel. Dann haben wir einen kleinen GPS-Marker erzeugt, der uns daran erinnert, wo dieses Nickel-Depot sich befindet. Alternativ könnt ihr auch I drücken, auf GPS gehen und dann nicht bei Neu erstellen klicken, sondern bei Neu aus aktueller Position drücken. Den könnt ihr dann benennen und habt ebenfalls einen zweiten Nickelmarker. Wir wollen natürlich nicht zwei Marker haben, deswegen drücken wir wieder I, gehen auf GPS und können einen hiervon löschen. Aber mit dem Laufe der Zeit werdet ihr viele Minen haben und viele GPS-Marker und wir wollen nicht unseren ganzen Bildschirm voller GPS-Marker haben. Dafür müsst ihr sie nicht löschen, sondern könnt einfach Doppelklick drauf machen und der Marker verschwindet vorübergehend. Solltet ihr nun vorübergehend Nickel benötigen, könnt ihr wieder GPS gehen, guckt auf einen Nickel-Marker, macht wieder Doppelklick und schon ist er wieder da. Wir sind wieder zurück an unserer Basis. Und nun wollen wir eine kleine Bohrinsel bauen, um für den Start möglichst viel Eisen, Nickel und Silizium zu bekommen. Ich habe jetzt schon mal einen Wasserstoff- und Sauerstoffgenerator gebaut. Dieser hat zwei Förderpunkte an den Seiten und einen unten und einen oben. Und bei dem oberen wollen wir nun beginnen. Hierfür benötigen wir einen Kolben, einige Förderbänder und einen Bohrer. Es ist die einfachste Art, eine kleine Bohrinsel für den Start zu bauen. Unser Kolben hat unten einen großen Förderbandzugang und oben, der in diesem Hologramm leider nicht gezeigt wird. Hilfreich noch für den Bildplaner, wenn ihr den Kolben bauen wollt, macht ihr einmal Rechtsklick auf den Kolben und einmal auf den Kolbenaufsatz. Ich habe den Kolben nun gebaut und beim Kolbenaufsatz ist es wichtig, dass das Stahlrohr, das große Stahlrohr, nicht im Kolbenaufsatz enthalten muss, um Komponenten durchzulassen. Gerade am Anfang, wenn ihr die Ressourcen dafür nicht habt, macht es keinen Sinn, das Stahlrohr mit in den Kolbenaufsatz mit aufzunehmen. Ich drehe mich nun ein wenig, damit wir ins Kontrollmenü des Kolben gehen können und auch noch sehen, was passiert. Sollte dieses Menü etwas anders aussehen bei euch,
dann kann es daran liegen, dass ihr nicht im Experimental-Modus seid. Verlasst dazu einfach das Spiel, geht auf Option, geht auf Spiel und aktiviert den Experimental-Modus. Nun gucken wir uns die Funktion erstmal an. Umkehren wechselt von der Geschwindigkeit von Minus zu Plus, also zu negativer oder positiver Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt einmal hier Umkehren drücken, wird es hier positiv und unser Kolben fährt aus. Hier sehen wir die aktuelle Position des Kolbens und für die großen Blöcke sind dies ein Maximum von 10 Meter. Wir können auch die maximale und minimale Länge einstellen. Sollte ich jetzt hier 1,5 Meter einstellen, hört der Kolben auf, bei 1,5 Meter sich einzufahren. Genau das gleiche für die maximale Länge. Hier unten haben wir noch die maximale Stoßkraft in Achsrichtung und nicht in Achsrichtung. In Achsrichtung ist das Schieben und das Ziehen des Kolbens und nicht in Achsrichtung ist, wie weit er rechts und links davon abweichen kann. Ich wäre bei diesen Einstellungen wirklich vorsichtig, da hier gerne auch mal Sachen explodieren. Und nun wollen wir uns eine kleine Bohrinsel bauen. Eine ganz einfache Anlage, dazu nehmen wir die minimale und die maximale Länge wieder raus und fahren den Kolben komplett aus. Oben auf den Kolben platzieren wir eine gebogene Förderleitung. Und am besten zeigt diese direkt dorthin, wo wir graben wollen. Dann machen wir hier noch zwei Förderbandleitungen rein und hier noch einmal nach unten. Da dieser Kolben nun komplett ausgefahren ist, können wir hier ein paar weitere Kolben platzieren, die Richtung Boden zeigen. Für einen haben wir bestimmt noch Platz. Und ganz am Ende können wir unseren Bohrer platzieren. Das schweiße ich nun erstmal zusammen. Das Ganze sieht jetzt nun soweit fertig aus. Wenn jetzt alles fertig ist und ihr merkt dann gleich am Anfang, dass die Erze nicht durchgehen, dann ist irgendetwas verkehrt. Besonders bei den Kolben ist es häufig so, dass hier einfach der Kolbenaufsatz nicht fertiggestellt ist, beziehungsweise überfunktional ist. Hier sind wieder keine Stahlrohre drin, aber dennoch funktioniert das Ganze. Unsere Förderbandleitung zeigt gelb an. Da ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Hier sieht man ein paar kleine Einschusslöcher, aber diese Förderbandleitung ist nicht komplett. So können keine Erze hierdurch transportiert werden. Dafür weißen wir sie wieder zusammen und jetzt sehen wir grün, das kann man bei diesen Förderbandleitungen immer gut sehen. Wenn sie verbunden sind, leuchten sie grün. Jetzt ist unsere minimale Bohrinsel bereits fertig. Jetzt wollen wir einmal den Bohrer anstellen und werden hier direkt merken, dass die ganze Anlage wie wild zu rütteln anfängt. Unser Bohrer sammelt schon die ersten Gesteinsbrocken auf, aber dieses Wackeln, es sieht wirklich furchtbar aus. Wie können wir dieses Wackeln jetzt abstellen? Dazu gehen wir wieder auf unser Kontrollmenü, so dass wir das Wackeln gut im Blick haben. Jetzt sehen wir hier unseren Kolben und unsere anderen Kolben sind farbig. Warum sind diese farbig und warum ist der Bohrer farbig? Das hier sind sogenannte Subgrids. Auf einem Kolben werden immer neue Grids erstellt. Deswegen sind diese andersfarbig. Wenn ich nun zum Bohrer gehe und ins Bedienfeld gehe, sehen wir jetzt, der Bohrer ist weiß und unsere gesamte andere Basis ist farbig. Das sind die sogenannten Subgrids. Jetzt gucken wir hier nochmal. Jetzt gehen wir in unseren Kolben und wenn die experimentellen Einstellungen aktiviert worden sind, haben wir hier Trägheitstensor teilen. Wenn wir dies aktivieren, sollte das Schütteln schon etwas weniger sein. Wenn wir das für alle machen, hört das Ganze auf. Diese Funktion ist sehr gut, kann aber auch Explosionen hervorrufen, weil auf diesen Subgrids jetzt die gesamte Masse der Basis liegt.
Sollte also mal ein Kolben vielleicht nicht mehr ausfahren, könnte es daran liegen, dass der Kolben gegen das gesamte Gewicht der Basis drückt. Dann müsst ihr ein bisschen rumprobieren und Trägheitstensor wieder ausschalten. Aber für unsere kleine Funktion hier sollte das genügen. Nun wollen wir natürlich, dass unser Bohrer auch weiter in den Boden hineingeht. Dafür gehen wir in unseren Kolben hinein. Und um etwas zu demonstrieren, gebe ich jetzt hier etwas Geschwindigkeit drauf und sage ihm, dass er sich wieder einziehen soll. Jetzt sehen und hören wir schon, dass der Bohrer gar nicht genug Zeit hat, um das Gestein zu verarbeiten und sich tiefer in die Erde zu graben. Jetzt ist unser Bohrer zwar stehen geblieben und hat schon ein bisschen Materialien eingesammelt, aber dadurch könnten Explosionen entstehen, der Bohrer kann kaputt gehen, die einzelnen Teile könnten kaputt gehen. Deswegen habe ich für mich immer die sinnvollste Einstellung bei 0,4 Meter pro Sekunde festgesetzt. Jetzt sieht man auch, dass der Bohrer, weil er mehr Zeit hat, einen größeren Bereich an Materialien zerstört und natürlich auch mehr Materialien aufnimmt. Alternativ können wir jetzt auch zwei unserer Kolben markieren und hier 0,2 Meter pro Sekunde einstellen und dieser Kolben und der darunter fahren jetzt beide zusammen mit 0,4 Meter pro Sekunde aus und sammeln für uns das Gestein. Wenn wir jetzt mal in unser Inventarmenü gehen, sehen wir schon, dass der Bohrer ganz am Limit vom Inventar ist und unsere Raffinerie nur schwer hinterherkommt. Da wir leider noch keinen Kobalt gefunden haben, können wir keine Lagercontainer hierfür bauen. Deswegen muss man vielleicht die Geschwindigkeit noch etwas zurückstellen, damit die Raffinerie einfach mehr Zeit hat, das Gestein zu verarbeiten. Dies ist wirklich die einfachste Art, um eine Bohrinsel zu konstruieren. Wenn wir nun einmal durch den Boden durch sind und unsere maximale Länge erreicht haben, könnten wir das Ganze natürlich wieder zusammenschleifen und hier noch einen Kolben draufsetzen oder wir erweitern einfach unsere Bohranlage. Hier habe ich jetzt mal eine erweiterte Bohrinsel aufgebaut. Im Prinzip genau dasselbe, aber anstatt hier direkt den Kolben draufzusetzen, habe ich hier einen weiterentwickelten Rotor draufgesetzt. Und warum einen weiterentwickelten Rotor und keinen ganz normalen? Wie ihr hier sehen könnt, haben normale Rotoren keine Förderbandpunkte, um Ressourcen durchzulassen, währendhin erweiterte Rotoren diese Möglichkeit haben. Des Weiteren habe ich hier einen weiteren erweiterten Rotor eingesetzt und auch noch drei Bohrer in Einsatz, damit diese Bohrer nicht starr in die Erde gehen, sondern sich beim Bohren noch drehen. Ungefähr 2 Meter, vielleicht 3 Meter pro Sekunde sollten hier ausreichen. Wenn wir jetzt unsere Bohrinsel drehen wollen, können wir auf unseren weiterentwickelten Rotor gehen und hier ein bisschen Geschwindigkeit drauf geben. Das war vielleicht etwas schnell. Dann können wir ihn drehen lassen und sollte er an einer Stelle sein, die uns gefällt, können wir hier die Rotorsperre aktivieren. Hier empfehle ich dann eine niedrigere Geschwindigkeit, vielleicht 0,1 Meter pro Sekunde, da der Rotor und die Bohrer etwas brauchen, um sich zu drehen und so haben sie einfach mehr Zeit, das Material freizuräumen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.